Der Fisch. Es war einmal ein junger Mann namens Ralf, der in einem fernen Königreich wohnte. Ralf war ein netter Kerl, aber er hatte immer sehr viel Pech. Er bemühte sich, genug Geld zu verdienen, um sich und seine Frau zu ernähren. Aber es war immer ein Kampf. Er musste sich selbst einstellen, um Gelegenheitsjobs für die Menschen in seinem Dorf Pasadena zu erledigen. Eines Tages war Ralf am See und fischte in der Hoffnung, genügend Fisch zu fangen, um ihn auf dem Markt zu verkaufen, um sich und seine Frau zu ernähren. Aber nachdem Ralf stundenlang am Ufer gesessen und seine Schnur geworfen hatte, gelang es ihm, nur Schmutz zu fangen, der am Ufer schwamm. Ich habe es nicht einmal geschafft, ein halbes Knabbern zu bekommen. Was soll ich meiner Frau erzählen? Er wollte gerade aufgeben und nach Hause gehen, als er hinter sich ein erbärmliches Stöhnen hörte. Was war das? Ralf drehte sich um und sah einen Zwerg mit einem sehr langen Bart an einer Baumwurzel hängen. Er war überrascht, den Zwerg zu sehen und wusste nicht, wie er reagieren sollte. Hilf Tony, denn Tonys Bart hängt in dieser Baumwurzel. Klar, aber wo ist Tony? Ich bin Tony, Tony der Zwerg. Oh, klar, lass mich dir helfen. Er entwirrte Tonys Bart sehr sorgfältig von der Baumwurzel. Weil du mir geholfen hast, werde ich etwas für dich tun. Als er das sagte, zog er einen glänzenden Stein aus seiner Tasche und gab ihn Ralf. Denke daran, wann immer. Plötzlich hörten sie den Klang eines Wolfes heulen. Oh nein, ein Wolf! Ich muss gehen, bis ich dich wiedersehe. Aber Tony, erinnern an was? Ralf sah zu, wie Tony hinter den Bäumen davonlief und verschwand. Er warf einen Blick auf den Stein, er war glänzend und lila gefärbt. Vielleicht ist es ein Edelstein. Ich werde ihn auf dem Markt verkaufen. Bis dahin werde ich schauen, ob ich einen Fisch fangen kann. Er steckte den Stein in die Tasche und setzte sich wieder mit seiner Angelrute hin. Er wartete und wartete und fing immer noch nichts. In der Hoffnung, verlierend, sagte er laut: Ich wünschte, ich könnte einen großen Fisch fangen. Sobald er das sagte, landete ein riesiger Fisch am Ufer, größer als Ralf selbst. Ich habe noch nie einen so großen Fisch gesehen. Ich könnte ein ganzes Dorf mit einem Fisch dieser Größe füttern. Wie soll ich den nach Hause tragen? Ralf dachte bei sich, wenn er sich einen anderen unmöglichen Wunsch wahrmachen könnte. Ich wünschte, der Fisch könnte mich stattdessen tragen. Und voilà! Der Fisch begann sich zu bewegen. Er glitt unter Ralfs Beine und begann auf Pasadena zuzuhüpfen, während Ralf wie ein Reiter auf einem Pferd auf dem Rücken lag. Ralf begann zu ahnen, dass der Stein einfach magisch sein müsste. Er ritt weiter. Über dem Dorf Pasadena lag eine wunderschöne Burg von König Monaco. Das ganze Dorf hatte viele Gerüchte über den König, König Monaco und seine Familie gehört. Es wird gesagt, dass die Königin lustig war und immer lachte und jubelte, wohin sie auch ging. Der König liebte sie dafür. Eines Tages, als die Königin plötzlich verstarb, wurde König Monaco so traurig, dass er das Lachen in der gesamten Burg verbot. König Monaco hatte eine Tochter namens Viola. Seitdem er das Lachen verboten hatte, hörte auch die Prinzessin Viola auf zu lachen. Sie war schön und elegant, aber ohne zu lachen sah sie leblos und traurig aus. Sie lebte so lange ohne zu lachen, dass sie einfach nicht mehr lachen konnte. König Monaco erkannte bald seinen Fehler und beschloss, seine Tochter zum Lachen zu bringen. Alle besten Narren, Komiker und Schlauen im Königreich wurden gerufen, aber keine von ihnen brachte sie dazu, ein Lächeln zu zeigen. Schließlich versammelte er seine Minister und Weisen und verkündete zu lassen, seine Tochter zu verheiraten. Jedermann, der meine Tochter Prinzessin Viola zum Lachen bringen kann, erhält 50 Millionen Goldmünzen und Violas Hand zur Heirat. Die Männer freuten sich, das zu hören. Währenddessen lehnte Prinzessin Viola aus ihrem Schlafzimmerfenster, als sie etwas Ungewöhnliches in den Straßen darunter sah. Auf den ersten Blick schien es ein Mann zu sein, der einen Fisch ritt. Bald war klar, dass es sich um einen Mann handelt, der einen riesigen Fisch ritt. Prinzessin Viola rieb sich die Augen. Es war mit Abstand das Seltsamste und Witzigste, was sie jemals gesehen hatte.
Sie brach in Lachen aus. Sie lachte so laut, dass ihr Lachen im gesamten Schloss zu hören war. König Monaco, der sich in seinem Gerichtssaal befand, hörte das Lachen seiner Tochter. Das muss Viola sein. Endlich! Jemand hat meine Tochter zum Lachen gebracht. Der König stand auf und ging sofort in ihr Zimmer. Was ist passiert, Viola? Was amüsiert dich so sehr? Viola hielt ihren Bauch, während sie weiterlachte, und deutete aus dem Fenster. Oh, Vater, ich kann nicht aufhören, über diesen Fremden zu lachen, der einen Fisch anstelle eines Pferdes reitet. Ich bin in ihn verliebt. Ihr Vater eilte zum Fenster und sah Ralf auf einem riesigen Fisch reiten und gesellte sich zu Viola. Aber die Freude, seiner Tochter zum ersten Mal lachen zu hören, ließ sofort nach, als der König seine eigene Verkündigung erkannte. Er sandte sofort seine Männer, um diesen Fremden, der auf einem Fisch reitet, zum Schloss zu rufen. Ich möchte diesen Mann treffen. Ralf wurde bald dem König vorgestellt. Wie nennen Sie dich, Herr? Ralf, Euer Gnaden. Ich wohne im nahegelegenen Dorf Pasadena. Was machst du, außer einen Fisch zu reiten, Ralf? Nun, Euer Gnaden, ich habe auch den Fisch gefangen. Und manchmal verkaufe ich sie auf dem Marktplatz. Sie sehen... Oh, ein Bauer. Nur wenn ich mir die Konsequenzen meiner Entscheidung vorstelle. Welche Entscheidung, Euer Gnaden? König Monaco erklärte Ralf alles. Ralf war begeistert. Sie lassen mir keine andere Wahl, als sie mit meiner schönen Tochter zu verheiraten. Ralf lächelte. Der König musste ihm nicht nur 50 Millionen Goldmünzen geben, er musste ihn auch seine Tochter heiraten lassen. In derselben Nacht besuchte König Monaco seine Tochter Viola, um seine Verkündigung zu bestätigen. Bist du sicher, dass du ihn heiraten willst? Niemand hat mich in meinem ganzen Leben jemals glücklicher gemacht. Ist mir egal, wie viele Fürsten, Könige, Grafen, Herzöge du mir vorstellst. Ich werde niemanden heiraten, außer den Ritter des Fisches. Außerdem hast du mir versprochen, dass jeder, der mich zum Lachen brächte, mich heiraten dürfte. König Monaco fand keinen anderen Weg und lud Ralf zum Abendessen und zum Übernachten ein. Ralf und Violetta trafen sich und verliebten sich sofort. Aber König Monaco war immer noch nicht begeistert von der ganzen Sache. Während des Abendessens erkannte der König, dass Ralf unglaublich gewöhnlich war. Wie er gegessen hat, wie er sich angezogen hat, wie er geredet hat und seine Manieren. Keine Feinheit, keine Raffinesse. Das machte ihn sehr, sehr besorgt. Nach dem Abendessen besuchte er seinen Premierminister Neilmann, der sein engster Berater war. Ich kann nicht mein Wort zurücknehmen. Aber ich kann meiner Tochter nicht erlauben, diesen sogenannten Ritter des Fisches zu heiraten. Also überlasse ich es Ihnen. Verhindern Sie, dass diese Hochzeit stattfindet. Tun Sie, was auch immer Sie tun müssen. Holen Sie mich einfach hier raus. Neilmann dachte eine Weile nach und nickte. König Monaco war sehr zufrieden, denn er glaubte, sein Minister würde sich um die Situation kümmern. Was er nicht wusste, war, dass Neilmann beschlossen hatte, die Hochzeit abzubrechen, indem er Ralf dazu brachte, von Pasadena zu verschwinden. In dieser Nacht schlichen sich Neilmanns Wachen in das Gästezimmer, in dem Ralf schlief. Sie banden ihn fest und steckten ihn in ein Fass, das sie fest verschlossen ins Meer warfen. Ralf wachte auf, als er bemerkte, dass er trinken würde, und setzte sofort den schimmernden Stein ein. Ich wünschte, dieses Fass wäre ein Boot. Das Fass wuchs und wuchs, bis es ein wirklich großes Boot war. Ich wünschte, dieses Boot würde mich zurück nach Pasadena bringen. Und das nächste, was er wusste, das Boot schwebte in der Luft und Ralf fuhr mit einem selbstbewussten Grinsen nach Hause. Als am nächsten Morgen festgestellt wurde, dass Ralf vermisst wurde, war Viola am Boden zerstört. Vater, der einzige Mensch, in dem ich mich verliebt habe, wird vermisst. Bitte, finde ihn. Ich kann nicht ohne ihn leben. König Monaco schämte sich. Eine Suche wurde sofort organisiert, aber es gab kein Zeichen von ihm. König Monaco war jetzt angespannt und machte sich Sorgen um seine Tochter. Was hast du getan? Wo ist er? Du musst ihn zurückbringen. Eure Hoheit,
Ich kann nicht. Ich schloss ihn in ein Fass und warf ihn ins Meer. Was hast du getan? Mit anderen Worten, ich bin ihn losgeworden. Ich habe dich nie zu etwas so Extremen aufgefordert. Ich dachte immer nur, dass er gut genug für meine Tochter ist. Aber ich wollte sein Leben nicht in Gefahr bringen. Was ist los mit dir? König Monaco war jetzt zutiefst besorgt. Da er nicht wusste, dass es Ralph gut ging, ging er sofort zu seiner Tochter, um zu gestehen. In der Zwischenzeit fuhr Ralphs Schiff in den Hafen ein und er kehrte triumphierend zurück. Bald ging er zu seiner Geliebten und erzählte ihr alles. König Monaco, der gerade seine Tochter erreicht hatte, um seiner Tochter alles zu gestehen, war schockiert, Ralph am Leben zu sehen. Vater, jemand ist nicht glücklich, dass ich Ralph heirate. Sie warfen ihn ins Meer. Du musst herausfinden, wer für eine solche beschämende Tat verantwortlich ist, die nicht ungestraft bleiben darf. König Monaco schämte sich zutiefst für das, was er getan hatte. Er konnte es nicht mehr für sich behalten und gestand Ralph und Viola sofort alles und bat sie um Vergebung. Wer bin ich, um dir zu vergeben, euer Gnaden? Ich möchte nur sagen, dass ich in eure Tochter verliebt bin und sie heiraten möchte. Das ist alles, was ich will. König Monaco war sehr beeindruckt von Ralph. Er gab ihm und seiner Tochter seinen Segen. Die Hochzeit fand noch am selben Tag statt. Nailman wurde aus dem Königreich entfernt und König Monaco bot Ralph die Hälfte seines Königreiches an. Danke, euer Gnaden, aber ich wünsche mir weder dein Königreich noch irgendein Reichtum auf der Welt. Und als er das sagte, erwachte er in seiner kleinen Hütte. Er drehte sich um und stellte fest, dass seine Frau neben ihm schlief. Das war der verrückteste Traum aller Zeiten.